herzlich willkommen. Heute kommt wieder ein leckeres türkisches Gebäckrezept von mir ohne Füllung in der Pfanne, welches ihr in 5 Minuten vorbereiten könnt. Das ist richtig super lecker. Ihr könnt das zum Frühstück essen oder zum Abendessen oder einfach so. Also wir essen sehr, sehr gerne Schafskäse, Oliven dazu und kommen auch gleich zu den Zutaten. Für den Teig brauchen wir 1 Kilo Mehl, 1 Teelöffel Zucker, 1 Esslöffel Salz, 1 Packung Trockenhefe und ungefähr 700 Milliliter Wasser. Ich werde jetzt erstmal den Teig vorbereiten. Ich werde jetzt einfach eine Mulde machen und gebe den Zucker und die Hefe hinein und gebe ein bisschen lauwarmes Wasser darüber. Ihr könnt ein bisschen Mehl darüber geben und das so ungefähr 10 Minuten gehen lassen. Nach 10 Minuten werde ich den Teig vorbereiten. Ich werde den Salz einfach an die Seiten verteilen, sodass das mit der Hefe nicht in Berührung kommt. Und wie gesagt, bereite den Teig vor. Mein Teig ist sehr schön gegangen. Jetzt werde ich aus dem Teig Bällchen formen. Und ich habe hier eine kleine Schüssel mit Öl hingestellt. Und die Bällchen, die werden dann einfach da hinein getaucht. Also ganz hineintauchen. Und dann kommen die auf einen Teller drauf. Ihr könnt alles so vorbereiten und dann mit einer Frischhaltefolie abdecken, damit ihr nicht austrocknen oder keine Haut bildet. Und dann könnt ihr die ungefähr eine halbe Stunde so ruhen lassen. So, nach ungefähr einer halben Stunde werde ich meine Bällchen einfach mit der Hand auseinanderziehen. Das geht auch wirklich super. Ihr nehmt das einfach ab. Die kleben ein bisschen, aber das ist überhaupt kein Problem. Und dann könnt ihr die einfach mit der Hand auseinanderziehen. So, jetzt könnt ihr die einfach mit Butter bestreichen. Und dann einfach zusammenklappen. Also einmal die Seiten nach innen schlagen und dann hier nochmal. Dann erstmal beiseite legen. Jetzt werde ich die mit Nudelholz ganz leicht ausrollen, also nicht fest andrücken, sondern nur ganz leicht. Ihr könnt das auch einfach mit der Hand machen. So, jetzt werden sie in einer beschichteten Pfanne von beiden Seiten gebacken.
hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat. Ihr könnt den Teig einen Tag davor auch vorbereiten und nächsten Tag einfach in der Pfanne auf die Schnelle backen. Euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, können den jetzt abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram und auf Facebook folgen würdet und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.